Das Steiermark 1 Magazin widmet Ihnen die Steiermärkische Sparkasse. In jeder Beziehung zählen die Menschen. In unserem Steiermark-Magazin erwarten Sie heute unter anderem folgende Themen. Der Nationalpark Gesäuse feierte sein 10-jähriges Bestehen. Pensionsdilemma: Soll das gesetzliche Pensionsalter auf 67 Jahre angehoben werden? Darüber diskutierten beim Dienstag unter anderem der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Prof. Dr. Bernd Marin und Horst Schachner, Landesvorsitzender des Österreichischen Gewerkschaftsbundes Steiermark. Und die Grazer Bestattungen setzen auf neue Formen der Verabschiedung. Haben Volksparteien noch Zukunft? Das österreichische Pensionssystem, gerade in der heutigen Zeit ein enormes Spannungsfeld. Müssen wir zukünftig bis zum 67. Lebensjahr arbeiten, lautete daher die Kernfrage, die beim Dienstag in der Zentrale der Steirischen Volkspartei Anlass zu hitzigen Diskussionen gab. Der Hauptgrund ist, dass wir einen beachtlichen Teil der Pensionen durch Beiträge nicht gedeckt haben, damit ein Schuldenkarussell aufbauen, auf die jeweils nachwachsende junge Generation überwälzen. Der Schuldendienst steigt, die Zinslast dafür steigt. Die Frage ist, was wird der Gegenwert dieser Alterssicherung sein? Und die kann drastisch abnehmen, wenn es uns nicht gelingt, die Zuwächse an Lebenszeit, die wir Gott sei Dank in den letzten Jahrzehnten gewonnen haben, auch in eine zum Teil längere Lebensarbeitszeit umsetzen. Der Pensionsbeitrag eines jeden Angestellten hier in Österreich ist 22,8%, das ist der höchste weltweit. Und zusätzlich geht fast die gesamte Lohneinkommensteuer, die man bezahlt, auch noch drauf. Also über 31% mal 14, Sie können sich ausrechnen, was das alles an Geld bedeutet, für ein System, von dem ich sehr unwahrscheinlich etwas zurückbekomme, was in dem gleichen Ausmaße sein wird. Also ich glaube, alle, die so herumreden und sagen, das Pensionsrecht ist nicht mehr finanzierbar, das stimmt nicht. Das Pensionsrecht ist immer finanzierbar. Wir haben ein Umlageverfahren und das ist auch gut so, dass wir das in Österreich haben. Wenn man heute auch gesprochen hat, dass man bis 67 arbeitet, sehen wir als Gewerkschaft nicht einen Millimeter irgendwo eine Chance, dass man sagt, bis 67 arbeiten, solange wir nicht Arbeitsplätze haben, die das hergeben. Und wenn ich jetzt anschaue, dass wir in Österreich über 300.000 Menschen arbeitslos sind und über 60.000 Menschen davon über 50 Jahre alt sind, die keinen Job mehr bekommen, dann wird das ganz, ganz schwer gehen. Der junge Unternehmer ist jetzt nicht derjenige, der sich die Pension erwartet, weil wäre zwar schön, wenn er es hätte, ja, aber der ist ja Unternehmer, um unternehmerisch zu denken und auch nicht in Pension zu gehen. Also ich kenne die wenigsten, die sagen, ich freue mich auf meine Pension mit 59, hoffentlich nicht. Die wollen ja eh weiter tun und die sehen Arbeit als ihre Bestätigung im Leben. Ja. Eine Reform des Systems ist demnach unumgänglich. Vorschläge, wo der Hebel anzusetzen wäre, gäbe es. Also grundsätzlich sollte man das Pensionsantrittsalter einmal vom Faktischen aufs Gesetzliche hinbringen. Ja. Wir diskutieren da ja schon ewig darum und es ist immer nur Kosmetik, wie das funktioniert und ob machen wir ein bisschen ein halbes Jahr dort und ein Jahr dort. Das muss schneller gehen, wenn uns die Lebenserwartung natürlich davon galoppiert. Wir müssen jetzt schauen, dass wir die Menschen länger in Beschäftigung halten können. Und wie können wir das? Indem, dass wir Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, wo Menschen auch bis 60 und drüber arbeiten können. Für Pensionsexperten Professor Bernd Marin wäre ein Pensionskontenmodell auf Umlagebasis die optimale Alternative. Sie und Ihr Arbeitgeber und die Beitragsgaranten staatlicherseits, die Kinderersatzzeiten und Zeiten des Mutterschaftsurlaubs und was immer zustande kommt an öffentlichen Leistungen, wo Beitragsgaranten dafür einspringen und auf ihr Konto einzahlen. Diese Konten sind virtuelle Konten, das sind nicht reale Geldbewegungen, sondern Gutschriften, wenn Sie so wollen, über die Sie selbst bestimmen, ob das über 30 Jahre oder 24 Jahre oder was immer sein sollen, im Schnitt erhalten. Und einschließlich natürlich der staatlichen Zuschüsse zu Ihrem Pensionskonto. Der nächste Dienstag findet in 2 Wochen, dem 13. November, statt, bei dem der Sinn von Castingshows im Diskussionsmittelpunkt stehen wird.
Die Steirerinnen und Steirer werden immer älter. Pflege und Betreuung betagter und deshalb hilfebedürftiger Menschen ist heute schon ein großes Thema, das in Zukunft noch viel wichtiger wird. Ich habe den Eindruck in vielen Gesprächen, dass, wenn wir auch von Pflege zu Hause sprechen, dass es so gemeint ist wie ein warmes Bett, ein gutes Superl, wie ich zu sagen pflege, ab und zu vielleicht das Fernsehprogramm einschalten, das ist es schon lange nicht mehr. Pflege ist heute hochgradig professionell geworden. Richtige Pflege braucht eben Profis und die passende technische Ausstattung. Ob das jetzt ist, unsere Dokumentation, wo das EDV-Programm 24 Stunden im Hintergrund läuft, ob das unsere Notfallpiepser sind, die hier im Haus funktionieren, wenn jemand sturzgefährdet ist. Wir haben sensorgesteuerte Matten, wenn jemand aufsteht, der aber nicht aufstehen sollte. Die Technik leistet gute Dienste im oft anstrengenden Alltag des Pflegeheimteams. Gepflegt werden muss aber auch und vor allem die Seele. Im Unterschied zu einem Spital, wo es um Hightech-Medizin geht, und dort gehört sie auch hin, dort sind die Profis, sind wir auf der Beziehungsebene. Menschen vertrauen sich uns an oder Angehörige, ihre Eltern, Großeltern. Und ich denke, dass die Berechtigung eines Hauses wie dieses hier vor allem auf der Beziehungsebene liegt. Pflegeheime gibt es viele im Land und natürlich will jeder, dass seine Angehörigen die beste Betreuung bekommen. Um das zu gewährleisten, sollte man sich und dem Heimmanagement einige Fragen stellen. Wird in einem Haus frisch gekocht oder sind es Tiefkühlprodukte? Ist die Physiotherapie ein Teil des Angebotes? Gibt es das gar nicht? Ergotherapie? In welcher Qualität ist das Freizeitprogramm? Sind das Leute, die wirklich im Team Mitglieder sind? Werden sie fremd zugekauft? Also ich denke, zu dieser Qualitätsdebatte können gerade wir von Gepflegt Wohnen sicherlich einiges beitragen. Der Großteil der älteren Menschen wird zu Hause betreut und das ist auch gut so. Um die pflegenden Angehörigen zu unterstützen, gibt es hier ein spezielles Angebot, das Stammgastwohnen. Damit werden pflegende Angehörige insofern entlastet, dass wir uns anbieten und sagen, nutze du, lieber Angehöriger, zu Hause diese eine Woche, zwei Wochen, um dich zu regenerieren. Und wir glauben in unseren gepflegten Wohnambiente, daher ja auch die Bezeichnung unserer Häuser, auch für den Menschen, der in dieser Zeit bei uns ist, sehr schnell ein Urlaubsfeeling aufkommen zu lassen. Mit professioneller Pflege in einer menschlichen Umgebung kann man den Lebensabend so richtig genießen. Fast wie einen Urlaub eben. Die Grazer Bestattung, seit mehr als 100 Jahren ein souveräner Trauerbegleiter. Wenn der schlimmste Fall im Leben eintritt und wir uns tatsächlich von einem geliebten Menschen verabschieden müssen, erleben wir vieles wie in Trance. Wie ein Schleier, der uns umhüllt, legt sich die Trauer über das Ereignis. Doch gerade in diesen Momenten ist es wichtig, notwendige Vorbereitungen für die Beisetzung zu treffen. Die Grazer Bestattung hilft Ihnen dabei, den ersten Schritt zu machen. Abschied nehmen heißt, plötzlich ein Stück des Weges alleine gehen zu müssen. Wenn wir uns von einem geliebten Menschen verabschieden, möchten wir ihn so in Erinnerung behalten, wie wir ihn lieben und schätzen gelernt haben. Die Grazer Bestattung bietet einen würdevollen Rahmen, um Angehörigen den Abschied zu erleichtern. Speziell für die Angehörigen ist es sehr, sehr schwierig, weil sie befinden sich in einer Ausnahmesituation. Das spüren wir natürlich tagtäglich, weil wir 8 Stunden den Trauernden gegenüber sitzen und wir schauen in rote und weinende Augen. Wir lassen das aber sehr nah an uns heran bei der Beratung und genau das spürt der Angehörige und so fühlt er sich aufgefangen und geborgen. Wir gehen individuell auf die Wünsche der Hinterbliebenen ein. Solange sich das im gesetzlichen Rahmen bewegt, ermöglichen wir jeden Wunsch. Sei es bei Feuerbestattungen, Erdbestattungen, auf allen Friedhöfen in Graz, Gruftbeisetzungen und natürlich auch bei den Bestattungen hier am interkonfessionellen Friedhof.
Das Krematorium der Holding Graz Bestattung ist das einzige der Region, das Dienstleistungen über die Bundeslandgrenzen hinaus für rund 70 Bestattungen erbringt. Eine bisher nie dagewesene Möglichkeit der Bestattung stellt die Rasen- und Baumbestattung dar. So wie der Baum wächst auch die Hoffnung auf das ewige Leben. Die Angehörigen möchten die Vergänglichkeit nicht so gerne wahrhaben. Durch die Baum- oder Rasenbestattung wird die Asche wieder ins Leben zurückgebracht. Und die Baum- oder Rasenbestattung ist ein kleiner Teil von unserem Urnenfriedhof. Wir haben rund 12.000 Gräber, aber vor allem für Naturliebhaber ist das eine ganz feine Sache. Man sollte der Trauer Zeit geben, denn so wie die Asche des Verstorbenen mit der Zeit und nach Auflösung der Urne von der Natur aufgenommen wird, so schwindet auch allmählich der Schmerz. In den schwersten Stunden des Lebens ist es wichtig, auf Unterstützung zählen zu können und diese auch anzunehmen. Als zweitgrößtes Bestattungsunternehmen Österreichs kümmert sich die Bestattung Graz von 0 bis 24 Uhr um alle Angelegenheiten im Trauerfall. Sie sorgt für eine würdevolle Abholung des Verstorbenen, übernimmt die Betreuung der Angehörigen und organisiert die Verabschiedungsfeier und das Begräbnis. And now the end is near. Sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, kostet Überwindung. Dennoch sollte man seine eigenen Bedürfnisse achten und rechtzeitig Wünsche für das eigene Ableben in der Familie äußern. Das Leben bedeutet das, was es immer war. Der Faden ist nicht durchschnitten. Ich bin nicht weit weg. Ich bin nur auf der anderen Seite des Weges. Yes, it was my way. Mächtige Schutzmauern. Vor diesen üblen Hochwasserkatastrophen ist Graz nun so gut wie geschützt. Mit vollem Einsatz und harter Arbeit entstand in nur wenigen Monaten das Rückhaltebecken in Weinitzen, mit dem rund die Hälfte des Schöckelbach-Einzugsgebietes kontrolliert werden kann. Im gesamten Stadtgebiet von Graz haben wir 52 Bäche und Flüsse, die uns Sorgen machen. Deswegen haben wir vor einigen Jahren das größte Hochwasserschutzprogramm gestartet, das Graz jemals gesehen hat. Wir haben alle Bachläufe verbreitert. Das ist ganz, ganz wichtig, dass es schneller zum Moor abfließt. Aber wir müssen die Wassermassen, die auch aus den Nachbargemeinden zu uns nach Graz hineinströmen, auch zurückhalten. Deswegen bauen wir ein Rückhaltebecken nach dem anderen. Wir haben in den letzten 10 Jahren allein in der Steiermark etwa 400 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert. In Rückhaltebecken, in Sperrbecken, in Warnsysteme, aber selbstverständlich auch in bewusstseinsbildende Maßnahmen. Wir investieren pro Jahr etwa 40 Millionen Euro in der Steiermark in den Hochwasserschutz. Zusätzlich dazu kommen natürlich auch noch entsprechende Leistungen, die die Gemeinden vornehmen. Aber die Investitionsmaßnahmen sind das eine, aber das, was sich am Sektor der Bewusstseinsbildung hier in den letzten Jahren abgespielt hat und an Entwicklungen von Warnsystemen, ist das andere. Also wenn man dieses Know-how noch mit hineinrechnet, ist es erst sozusagen die richtige Qualität im Bereich des Hochwasserschutzes. Schutz vor Hochwasser für die Bewohner rund um das Einzugsgebiet hatte höchste Priorität. Bereits während der Bauarbeiten hat das Rückhaltebecken seinen Beitrag dazu geleistet. Die schweren Regenfälle im heurigen Sommer waren der Beweis. Aber nicht nur deshalb ist es eine Besonderheit. Das hat ein Gesamtfassungsvolumen von 320.000 Kubikmeter. Da kann man sich nicht allzu viel vorstellen, aber man könnte es umrechnen. Es sind umgerechnet 1,1 Millionen Badewannen. Und würde man die aufstapeln, dann würde man, wenn ich so sagen darf, sogar beim Mond vorbeikommen. Also eine enorme Wassermenge, die zurückgehalten wird. Wir arbeiten also mit den Umgebungsgemeinden schon gut zusammen und das haben alle was davon. Unter den Grazer Bächen weist der Schöckelbach das größte Schadenspotenzial auf.
ein umfassendes Schutzkonzept zu erarbeiten und sofortige Maßnahmen zur Hochwasserentlastung zu ergreifen, ist daher unumgänglich. Zum einen ist es eine dramatische Bilanz, wenn man die Naturkatastrophen an sich betrachtet. Wir haben viele Sachgüter verloren, es hat sich vieles verändert. Das ist das Negative. Und das Positive daran ist natürlich auch, dass Menschen zusammengewachsen sind, dass eine enorme Hilfeleistung hier geboten worden, dass Einsatzorganisationen über ihr Maß hinaus ihre Dienste angeboten haben, von den Feuerwehren, Rettungen, Bundesheer. Also das zeigt auch, dass wirklich eine hohe Solidarität noch in diesem Lande, auch im Bereich von Katastrophen, vorhanden ist. Und das ist sozusagen das Schöne, das einen letztlich freut. Aber wie gesagt, wir haben alle Hände voll zu tun, Schutz und den Menschen Aufklärung zu geben, um in Zukunft diese Katastrophen zu mindern. Wir können niemals 100% eine Garantie abgeben, dass Menschen kein Hochwasser mehr erleben werden. Aber mehr können wir im Moment auch gar nicht tun. Es sind enorme Summen, die investiert wurden. Und ich bedanke mich auch bei Landesrat Seiting und dem Land Steiermark, aber auch auf der Bundesebene, weil hier Gott sei Dank sehr, sehr viel gemeinsam gelungen ist. Mit den mächtigen Mauern in Weinitzen sind alle Voraussetzungen gegeben, um den Menschen die Sicherheit zu bieten, die sie verdienen. Richtig essen. Unser Essen bestimmt zu einem Großteil, wie wir uns fühlen und wie gesund wir auch tatsächlich sind. Sich optimal zu ernähren ist nicht immer einfach, vor allem im Alter. Ich glaube nicht nur in öffentlichen Einrichtungen, sondern auch zu Hause, dass gerade alte Menschen nicht das essen, was sie eigentlich essen sollten. Hauptsächlich betreffen die Mangelerscheinungen die Zufuhr der Eiweißmenge in der Hochaltrigkeit. Das liegt an der Art der Nahrungsmittel, wo sie Eiweiß aufnehmen können. Also Fleisch kann oft nicht mehr gebissen oder zerbissen werden, die Darreichungsform passt nicht. Fisch wird nicht gekannt von hochaltrigen Patienten, das mögen sie nicht so gern. Milchprodukte werden sehr häufig nicht vertragen. Also das ist im Bereich der Makronährstoffe, aber es sind auch Einzelnährstoffe, Vitamine und Spurenelemente, die nicht ausreichend aufgenommen werden. Und es kommt dann zur Mangelernährung, das können durchaus dicke Leute sein, man sieht das ja nicht an, und die kriegen trotzdem, wenn sie mangelernährt sind, leichter Dekubitus, ja, das sind so Druckgeschwüre und sind auch in ihren allgemeinen Fähigkeiten herabgesetzt und das muss es nicht sein. Der Nutrition Day, der heuer am 8. November stattfindet, ist ein weltweites Projekt zur Verbesserung der Ernährungsversorgung in Krankenhäusern und in der Langzeitpflege. Nutrition Day erhebt prinzipiell in Einrichtungen den Ernährungszustand an einem Stichtag von Bewohnerinnen und Bewohnern, analysiert die Daten, die rückgemeldet werden an die Zentrale und gibt den individuellen Einrichtungen ein Feedback erstens über den Ernährungszustand ihrer Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch mögliche Lösungsansätze zur Verbesserung. Nutrition ist das englische Wort für Ernährung. Ihren Ausgang nahm diese Aktion aber in Österreich mit großem Erfolg. Derzeit nehmen 17 Nationen daran teil. In der Steiermark haben sich nun 68 Pflegeheime erstmals daran beteiligt. Das Augenmerk auf gesunde Ernährung hat übrigens einen weiteren positiven Effekt. Ein weiterer Vorteil ist, dass regionale, saisonale Ernährung eigentlich die gesündeste ist. Das braucht man nicht mit irgendwelchen Nahrungszusatzstoffen etc. aufpeppen. Das heißt, hier kommt schon ein wirklicher nachhaltiger Kreislauf zum Tragen, den man den Leuten einfach wieder in Erinnerung bringen muss. Es ist nicht egal, was wir essen, und es betrifft uns alle. Der Nutrition Day kann helfen, Bewusstsein zu schaffen. Dass es endlich einen Fortschritt gibt in Bezug auf Ernährung, dass es ein Bewusstsein schafft für alle Menschen, für die Jugendlichen, für die ältere Generation, dass es wichtig ist, das, was wir essen, das macht uns aus und auch unser Geist ist anders dann, wenn wir uns gut ernähren. In diesem Sinne, Mahlzeit. Das Gesäuse. Mittlerweile sind Nationalparks Teil unserer österreichischen Identität. Rund 3% unserer Landschaftsfläche gehören zu den Nationalparks, darunter auch der drittgrößte, das Gesäuse. Dieser Park feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Die Enz säuselt an uns vorbei, daher auch der Name Gesäuse. Die Einheimischen haben einfach hier dem wilden Fluss, der sonst sehr ruhig ist, den Namen als Tal gegeben.
Ganz in der Nähe befindet sich das Stift Admont. Und das geistliche Zentrum sieht neben der Kultur mit dem Museum und der Bibliothek auch die Natur als Institution, nach der der Mensch sucht. Das wäre eben dann der Nationalpark, das wäre die wunderbare Landschaft, die es also bei uns gibt. Also eine Symbiose hier zu haben, wie sonst kaum es irgendwo auf diese Art und Weise möglich ist. Der Nationalpark ist eine Region mit Urwaldcharakter und zugleich eine Chance des sanften Tourismus. Gerade jetzt in jüngster Zeit wurde ja einfach mal gesagt, dass Österreich ressourcenmäßig sehr stark sich verbraucht hat. Eigentlich können wir uns das gar nicht leisten. Und das war die Idee des Nationalparks zum 10-Jährigen, diesen ökologischen Fußabdruck in lebender Form darzustellen. Das heißt, diese Anlage ist übergroß als Irrgarten konzipiert. Man bekommt einfach Fragen gestellt und ressourcenmäßig, ökologisch muss man natürlich richtig beantworten. Und dann geht man durch den Irrgarten ohne Probleme. So kann der Nationalpark, also das Gesäuse, auch als Raum für Bildung betrachtet werden. Neben der Ranger-Ausbildung und der Wildstandsregulierung gab es in den letzten 10 Jahren 350 Forschungsarbeiten in den Nationalparks. Im Zentrum steht der Naturschutz und die Bildungsaufgabe und das Erleben für den urbanen Menschen. Das ist unser zentrales Arbeitsgebiet. Also alles, was drumherum ist, ist herzlich willkommen. Werden wir weiter treiben, ausbauen, aber ist Rahmen und nicht Mitte. Die Vermarktung im herkömmlichen Sinn steht also hier im Hintergrund. Vordergründig soll der Nationalpark gerade in unserer schnelllebigen Zeit ein Ort der Entschleunigung sein. Also einmal natürlich animiert der Nationalpark durch seine Programme, durch die Ranger. Das klingt ja wunderschön, das ist schon ein spannender Begriff, mit Programmen, wo für Kinder mikroskopieren, auch Weiden, mit dem Weidendom gewisse Dinge gemacht werden. Natürlich aber auch Wanderungen. Aber darüber hinaus haben wir ein sehr großes Wandergebiet, auch Bergsteigergebiet, Klettergebiet, Hochseilgärten, Rafting auf unseren Wildwasserflüssen Enz und Salzer. Also für die Familie ist eigentlich hier ein idealer Bereich, Naturbereich. Natürlich, wir brauchen es nicht konzipieren und neu erfinden. Professionelle Begleitung. Der Herbst, die Jahreszeit, in der alles in der Natur langsamer wird, sich auf den Winter vorbereitet und vielfach auch stirbt. Nicht ganz zufällig fällt Allerheiligen, der Tag, an dem wir unserer Toten gedenken, in diese Jahreszeit. Für dieses Gedenken braucht man einen Ort, was ein Problem sein kann, weil viele Familien heute keine Grabstätte mehr haben. Deshalb gibt es jetzt die Gruft für alle. Es ist ein Ort des Abschieds nehmen. Die Angehörigen haben die Möglichkeit, hier Abschied zu nehmen. Und wenn sie das Bedürfnis haben, können sie es dann woanders hinbringen, die Urne. Das ist der große Unterschied zu einer normalen Bestattung in die Erde, wo man keine Möglichkeit hat mehr, die Urne herauszunehmen. Der Zentralfriedhof in Graz strahlt besonders jetzt im Herbst Ruhe aus. Er ist der größte Friedhof des Landes und ein Ort des Gedenkens und Innehaltens. Hier hat eines der innovativsten heimischen Bestattungsunternehmen seine neue Filiale eröffnet. Trends gibt es auch im Bestattungsgeschäft. Man merkt es vor allem bei den Trends der Särge. Die Särge werden immer individueller. So wie hier haben wir einen Sarg mit Golfbällen mittlerweile für viele Golfer in der Steiermark. Also es wird sehr wohl ein gewisser Trend gesetzt, auch in der Bestattungsbranche. Als zweites merkt man es vor allem bei den Urnen. Die Urnen werden immer individueller. Also es gibt Fußbälle bei allen Vereinen, was es so gibt. Also es gibt mittlerweile fast alles. Also einen guten Bestatter macht einmal aus, dass er sensibel ist für alles, was mit Sterben und mit Abschied nehmen von einem Verstorbenen zu tun hat. Und diese Sensibilität muss sich bei den Angehörigen zeigen, mit denen man eben so in Kommunikation steht, dass sie das Gefühl haben, ja, da bin ich verstanden, da bin ich begleitet, da bin ich in meinem eigentlich nicht wissen, wie man jetzt vorgehen soll, auf einem guten Weg. Die Aufgaben des Bestatters sind vielfältig. Von wichtigen Behörden wegen über die Behandlung des Verstorbenen bis zur Ausrichtung der Trauerfeier. Alles wird von ihm hochprofessionell in die Hand genommen.
Bei aller fachlichen Kompetenz muss ein Bestatter auch soziale Fähigkeiten haben. Und er muss den trauernden Angehörigen neue Wege aufzeigen können. Dann gibt es noch die Möglichkeiten der Alternativbestattungen, Baumbestattung, Diamantbestattung und Weltraumbestattung. Auch wenn sich unsere Bestattungsweisen in ferner Zukunft vielleicht ändern werden, eines wird man auch dann brauchen. Einen Bestatter, der den trauernden Angehörigen ein würdiger Begleiter ist. Gemeinsam Zukunft gestalten. Seit 2004 ist die Nacht der weststeirischen Wirtschaft ein voller Erfolg. Unter dem Motto Gemeinsam Zukunft gestalten erwartete die geladenen Gäste zur traditionellen Preisverleihung junger und etablierter Unternehmen der Region auch in diesem Jahr ein abwechslungsreicher Abend mit musikalischer Unterhaltung und kulinarischen Highlights. Solche Veranstaltungen sind immer wichtig, weil es bilden sich Netzwerke, man kann Erfahrungen austauschen. Und man sieht auch, wie engagiert die Wirtschaft in den heutigen Zeiten miteinander umgeht, mit der realen Situation. Und ich glaube, wir haben hier Unternehmer, die wirklich ordentlich arbeiten wollen und die auch viel Engagement und Ehrgeiz haben. Die Wirtschaft schafft Arbeitsplätze, die Wirtschaft ist ein wesentlicher Faktor für auch das Leben in einer Region und das kann man natürlich auch stolz darstellen und die Unternehmerinnen und Unternehmer können in dieser Region sehr stolz auf die Leistungen sein. Es ist hier ein starker Wirtschaftsraum und das kann man natürlich auch mit Stolz und Freude nach außen hintragen. Ich glaube, jeder von uns bekommt gerne Anerkennung und so auch die Unternehmer, die ja wirklich tagtäglich die Leistung bringen, die eben für Beschäftigung sorgen auf der einen Seite, die die Jugendlichen ausbilden, aber die auch für das Steueraufkommen in den Regionen sorgen und damit auch für die Lebensqualität verantwortlich sind. Und daher glaube ich, ist das einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Und das ist es eigentlich, was die steirische Wirtschaft ausmacht, nämlich diese Vielfalt, das Bunte, dieses Unterschiedliche und damit gelingt es auch in den Regionen verwurzelt zu bleiben. So gilt die Nacht der weststeirischen Wirtschaft vor allem als kleines Dankeschön für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Und wenn man gerade die Lipizzaner Heimat hernimmt und ich bin sehr viel in dieser Region unterwegs, da merkt man, die Unternehmer sind stolz auf diese Region, sie wissen, welche Qualitäten ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Es ist auch ganz wichtig, dass die Öffentlichkeit erfährt, was Großartiges in den Betrieben passiert. Für das erfolgreiche Steuerberatungsunternehmen Gedke und Partner war es von Anfang an klar, sich neben der Zentrale in Graz auch in dieser Region niederzulassen, um Unternehmerinnen und Unternehmer zu fördern. Die Weststeiermark ist meine Heimat, ja, und wir haben uns damals vor 10 Jahren aufgemacht, dass wir hier eine Filiale gegründet haben als Filiale von Gedke und Partner. Und entgegen der weitverbreiteten Meinung, dass dieses Gebiet nicht entwicklungsfähig wäre, haben wir uns eigentlich davon überzeugen können, dass es sehr wohl möglich ist. Die letzten 10 Jahre zeugen davon. Wir haben hier Unternehmensberatungs-Know-how, wir haben hier das entsprechende steuerrechtliche Know-how durch unsere Fachexperten und können das hier in der Region mit einbringen. So gab es den Unternehmerpreis von Gedke und Partner höchstpersönlich. Als kompetentes Steuerberatungsunternehmen ist Gedke und Partner aus der Weststeiermark nicht mehr wegzudenken. Wir arbeiten daran, unsere Basis zu verbreitern. Wir wollen noch größer werden. Ja, wir wollen auch noch tiefer vernetzt sein, gemeinsam mit Unternehmensberatung und der Steuerberatung hier noch mögliche Optionen herausholen, um letztlich dann noch möglichst viel Nutzen zu stiften. Jetzt in Wir sehen uns. Steiermark 1 war zu Gast am steirischen Wirtschaftspaket. Eine Nacht ganz im Zeichen der weststeirischen Unternehmer. Das Murkraftwerk Gössendorf macht es möglich. Rudern in Graz. Das Gewässer im Süden der Landeshauptstadt kann nun erstmals für sportliche Aktivitäten genutzt werden. Für Grazer Ruderer erfüllt sich damit ein Traum. Mussten diese in der Vergangenheit doch ziemlich weit fahren, um ihren Sport aktiv ausüben zu können. Damit ist jetzt Schluss. Auf einer Strecke von 3 Kilometern haben Hobby- und Sportruderer nun die besten Voraussetzungen zur Ausübung des Rudersportes.
Und auch einen Verein gibt es bereits, den ersten Grazer Ruderclub. Dessen Gründung feierte man gemeinsam mit Ruderkollegen aus ganz Österreich. Aus allen Bundesländern kamen sie mit ihren Booten, um das neu gewonnene Rudergewässer zu testen und zu genießen. Die Strecke und der Bootssteg sind eingeweiht. Jetzt gilt es, neue Mitglieder zu gewinnen und die notwendige Infrastruktur mit Hilfe von Sponsoren zur Verfügung zu stellen. Wir brauchen, wie gesagt, ein Bootshaus, wir brauchen Boote und wir brauchen möglichst viele Mitglieder und Sportbegeisterte. Auch wenn es noch viel zu tun gibt, der erste Schritt ist mit der Gründung des Vereins bereits geschafft. Erstmals in der Geschichte hat Graz also nicht nur einen Ruderverein, sondern die Landeshauptstadt soll künftig auch Austragungsort von Ruderwettbewerben werden. Dabei zählt man vor allem auf die Universitäten und ihre Studenten. Also so ähnlich wie es Oxford-Cambridge ein traditionelles Rennen ist, wollen wir hier, das gibt es in unserem Land noch nicht, dass der Universitätsrudersport wie in anderen Ländern auch gepflegt wird, dass wir hier sein Zentrum schaffen und dass wir hier auch eine Regatta starten, wo Mannschaften aus verschiedenen Universitäten, nicht nur unter den Grazern, sondern auch andere zu uns kommen und mit und gegen unsere Mannschaften rudern. Und darauf freuen wir uns schon sehr. Interessant ist der Rudersport natürlich nicht nur für Studenten. Mitmachen und erlernen kann das Rudern nämlich ein jeder, egal ob jung oder alt. Das Faszinierende am Rudern: Für mich ist es die Verbundenheit mit der Natur. Du hast das Element Wasser und wenn das Wetter einfach schön ist und du am Wasser ruderst und spürst, wie das Boot rennt, es gibt nichts Schöneres. Ja. Die Faszination ist für mich das Ganzkörperliche. Der ganzkörperliche Sport und die Natur und der See und das Wasser. Einfach das Schöne am Wasser, kein Lärm, kein Staub und gesunde Umwelt. Das rhythmisch-dynamische Bewegen am Wasser in der frischen Luft gemeinsam mit Freunden macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist meditativ, schön, entspannend und Freundschaft steht für uns vor allem auch im Vordergrund. Bewegung und den ganzen Körper belasten, die ganze Muskulatur des ganzen Körpers wird beansprucht und heraus in der freien Natur und einfach schön ist das. Weil es eine ganzheitliche Bewegung ist, wenn man im Wasser ist, wenn man abschalten kann. Das Wunderbare am Rudern ist, das kann man selbst ins hohe Alter ausführen. Haben Sie jetzt Lust auf Rudern bekommen? Dann melden Sie sich. Nähere Informationen gibt es unter www.ruderclub-graz.at. Das Steiermark 1 Magazin widmete Ihnen die Steiermärkische Sparkasse. Ihr regionaler Finanzpartner 150 Mal in der Steiermark.